Wenn du gerade ein Stück lernst, versuche auf Sicht zu fahren. Was es damit auf sich hat, erkläre ich in diesem Video. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Uriah Stülpnagel, dein Cello-Coach, und heute spreche ich über das Thema neues Stück lernen auf Sicht spielen. Oder im übertragenen Sinne auf Sicht fahren. Was machen wir im Straßenverkehr? Wir versuchen immer schon ein bisschen vorauszuschauen, um schon zu merken, oh, da vorne ist die Ampel rot, also bremse ich und fahre nicht Vollgas hin und mache eine Vollbremsung, sondern ich reagiere schon früher, verlangsame und so komme ich eventuell ohne anhalten zu müssen, über diese rote Ampel, weil sie in der Zwischenzeit schon wieder grün geworden ist. Oder ich sehe ein Hindernis, gehe schon mal vom Gas und habe so die optimale Linie, den optimalen Fluss in meiner Fahrweise. So ähnlich ist es auch, wenn du ein Stück spielst. Was machen wir, wenn wir an eine schwere Stelle kommen? Wir werden nervös. In uns wird der Fluchtinstinkt geweckt und plötzlich werden wir schneller und natürlich verunglücken wir an dieser Stelle. Ich möchte es jetzt ein bisschen in einem Stück, in dem Prälude von der zweiten Solosuite von Bach, euch zeigen, was ich damit meine. Eine kurze Werbung in eigener Sache. Hey, ich habe ein tolles Angebot für dich. Meinen Einsteiger-Video-Cello-Kurs, der für Anfänger ist, aber auch für interessierte Eltern, die ihrem Kind helfen wollen, den gibt es jetzt im September noch 30% günstiger. Weitere Infos findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Jetzt geht es weiter. Mit dieser Übart lernst du dich besser zu kontrollieren und nicht schneller zu werden, wenn es spieltechnisch schwieriger wird, sondern du übst genau das Gegenteil. Du übst den Fluchtinstinkt auszuschalten und eher dir Zeit zu nehmen für diese Stellen. Probier es aus, du wirst staunen, wie viel du schon spielen kannst. Ich führe es dir nochmal vor mit dem Prélude von Johann Sebastian Bach. Wie du das machst, wenn es schwierig wird, ob du dann einfach aufgibst, dich verspielst, schneller wirst, verzweifelst oder ob du das auch schon mal probiert hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Übart und bitte beachte, es ist eine Übart. Eine andere wäre natürlich, die Stücke exakt mit Metronom zu üben, um sehr rhythmisch zu spielen. Aber diese Übart bringt dich über viele Stellen hinüber. Dann viel Freude weiterhin, alles Gute, hinterlass ein Abo, bis zum nächsten Video, dein Cello-Coach Uriah Stülpnagel.